müssten jetzt alle auch so einen Hinweis bekommen haben. Ich sehe Nicken. Wunderbar. Ja, dann möchte ich jetzt Sie auch nochmal alle herzlich zu unserer Abendveranstaltung begrüßen. Mittendrin mit Bürgerreden. Mein Name ist Oliver Wiedmann von Mehr Demokratie und ich freue mich, Sie heute begrüßen zu dürfen und Sie durch den Abend führen zu dürfen. Mehr Demokratie ist ein Verein, der sich seit vielen Jahren für Bürgerbeteiligung, direkte Demokratie, faires Wahlrecht einsetzt. Und diese Podiumsveranstaltung jetzt im Wahlkreis Gifhorn-Peine ist Teil einer Veranstaltungsreihe. Wir führen insgesamt 35 Diskussionsveranstaltungen bundesweit durch und wollen mit den Kandidierenden des Wahlkreises über die Ausgestaltung unserer Demokratie sprechen. Ich möchte jetzt kurz die Podiumsgäste vorstellen. Ja, zum einen. Auf dem Podium vertreten ist Dr. Andreas Manske. Herr Manske kommt gebürtig aus Sachsen-Anhalt. Er gehört der Partei Die Linke an, lebt seit einigen Jahren in Gifhorn. Herr Manske ist Elektrotechnik-Ingenieur und hat am Lehrstuhl für theoretische Elektrotechnik der Universität Marburg promoviert. Er ist Kreisvorsitzender der Linken Gifhorn und ist Direktkandidat für Die Linke im Wahlkreis Gifhorn-Peine. Herr Manske, ich freue mich, dass Sie heute Abend mit dabei sind. Dankeschön, vielen Dank für die Einladung und kurze Korrektur, es ist Magdeburg. Oh, alles klar. Vielen Dank für den Hinweis. Dann möchte ich die Bundestagsabgeordnete Frau Ingrid Pahlmann von der CDU begrüßen. Frau Pahlmann ist Mitglied des Deutschen Bundestags seit 1. August 2019. Sie ist Mitglied im Ausschuss für Familie, Senioren und Jugend und Obfrau der CDU-CSU-Fraktion im Unterausschuss Bürgerschaftliches Engagement. An der Stelle vielleicht eine Randnotiz: Der Unterausschuss, und da werden Sie ja sicherlich gleich auch noch was zu erzählen, Frau Pahlmann, hat sich in dieser Wahlperiode tatsächlich auch schon mehrfach mit dem Thema Bürgerräte befasst. Sie ist zudem Mitglied im Kreisvorstand der CDU Gifhorn und bereits jetzt zum dritten Mal Direktkandidatin der CDU im Wahlkreis Gifhorn-Peine. Frau Pahlmann, ich freue mich, dass auch Sie heute an der Diskussion teilnehmen. Ja, guten Abend von meinerseits und recht herzlichen Dank für die Einladung. Ich nehme sehr gerne teil. Freue mich auf die Diskussion. Und last but not least, auf dem Podium vertreten für Bündnis 90 Die Grünen ist Herr Dr. Arne Duncker. Er vertritt heute den Wahlkreiskandidaten Herrn Henrik Werner, ist selbst aber aktueller Landratskandidat in Gifhorn, hat er mir gerade noch erzählt. Herr Duncker ist gebürtiger Gifhorner. Er ist seit 2001 promovierter Jurist. Er arbeitet seit 2009 als selbstständiger Anwalt und ist Lehrbeauftragter an der Juristischen Fakultät der Universität Hannover. Herr Duncker ist seit 2011 Fraktionsvorsitzender der Grünen im Gemeinderat Meine und er ist seit 2016 Kreisratsmitglied. Herr Duncker, schön, dass Sie auch dabei sind. Auch von mir vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf eine spannende Diskussion. Gut, dann schlage ich vor, dass wir einsteigen. Und ich möchte mit einer Frage einsteigen, die ich zuerst an Sie richten möchte, Frau Pahlmann. Wo sehen Sie aktuell Gefahren für unsere Demokratie, für unser demokratisches Zusammenleben und was läuft aus Ihrer Sicht auch gut? Also was ist vielleicht sogar auch ein demokratisches Ja, wo sehe Highlight ich gewesen, Gefahren? dass Sie optimistisch stimmt? Wo sehe ich Gefahren unserer Demokratie? Und dass die Leute sich zu wenig beteiligen, sich oftmals zu wenig für Politik interessieren, für Abläufe interessieren, zu wenig, dass wir die Strukturen von unten manchmal schwierig geführt sind. Wir stehen jetzt alle vor Kommunalwahlen und haben sicherlich in den Fraktionen alle die Aufgabe gehabt, Kandidaten zu finden, die sich auf Ortsebene, auf Stadt- oder Kreisebene einsetzen. Und das ist manches Mal ein bisschen schwierig gewesen. Manchmal läuft es ganz gut, aber das ist durchaus unterschiedlich. Und wir sehen schon, dass man Leute manchmal auch motivieren muss, sich überhaupt einer Partei anzuschließen und sich überhaupt mit dem Thema Politik auseinandersetzen. Wenn Sie fragen, was war vielleicht ein Highlight für mich, also
das wundert Sie vielleicht, aber ich fand wirklich die Bewegung Fridays for Future wirklich ein Highlight für die Demokratie, weil wir dort aufgepusht worden sind. Also alle Politiker wurden wachgerüttelt, sich mit dem Thema wirklich massiv auseinanderzusetzen, was vorher vielleicht so ein bisschen ein Aschenputtel-Dasein in der großen Politik gespielt hat, was aber ein absolut brennendes Thema ist und wirklich nicht hoch genug angesetzt werden kann. Und da hat sich wirklich gezeigt, dass sich eine jüngere Generation aufgemacht hat und gesagt hat, also stopp, da läuft irgendwas falsch, wir müssen was machen und wir tun einfach was. Ob das nun immer alles so glatt gelaufen ist und alle gut gefunden haben, ist eine ganz andere Sache. Aber da haben sich junge Leute für ihre Zukunft interessiert und das finde ich unheimlich toll. Ich habe gerade im Chat gelesen, was ist eine Obfrau? Sie haben mich als Obfrau vorgestellt. Ich bin Obfrau im Unterausschuss Bürgerschaftliches Engagement, das heißt die Ansprechpartnerin meiner Fraktion für diese Bereiche bürgerschaftliches Engagement. Also wenn es bei uns in der Fraktion Fragen zu dem Thema gibt, dann wenden die sich in der Regel an mich und ich versuche das dann zu klären. Also das ist der Begriff Obfrau, das ist eben die Person, die sich bestimmt um bestimmte Themengebiete kümmert. Aber vielleicht so viel erstmal in aller Kürze. Wir kommen sicherlich noch vertieft in der Diskussion zu dem einen oder anderen Punkt, der vielleicht auch noch mal richtig spannend wird. Ja, das werden wir sicherlich noch kommen. Vielen Dank, Frau Pahlmann, für dieses erste Statement. Herr Duncker, ich möchte Ihnen die gleiche Frage stellen. Wo sehen Sie aktuell Gefahren für unsere Demokratie, vielleicht auch so ein bisschen aus der kommunalpolitischen Perspektive? Und wo sehen Sie aber auch Chancen? Was läuft auch aus Ihrer Sicht auch gut? Was stimmt Sie optimistisch? Gefahren für die Demokratie sehe ich in Trägheit und Desinteresse. Das geht zum Teil auch in den Bereich, was meine Vorrednerin gesagt hat. Ich sehe also so in so einer unpolitischen Trägheit bald eine größere Gefahr als in antidemokratischen Strömungen. Weil Demokratie für mich auch bedeutet, dass man sich aktiv mit dem Gemeinwesen beschäftigt und sich dafür einsetzt. Aktuell sehe ich also wirklich bei verschiedenen politischen Themen eine weitere Gefahr in der Missachtung und in Fragestellung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse. Wenn es also in dem einen oder anderen Bereich, wir jetzt also gar nicht mal irgendwelche streitigen Bereiche zitieren, einhellige naturwissenschaftliche Meinungen gibt, dass man dann also meint, ja, das ist also, es kann im politischen Prozess ignoriert oder negiert werden. Weitere Gefahr würde ich in populistischen Vereinfachungen sehen, nicht im Populismus an sich. Populismus an sich kann eine politische Debatte manchmal auch würzen, sondern dann, wenn die Wahrheit vereinfacht wird. Und last not least würde ich eine Gefahr dann sehen, wenn der politische Gegner oder auch einzelne Gruppen, zu denen man nicht selber gehört, als Person missachtet wird. Das hängt für mich eng mit dem Begriff der Menschenwürde zusammen, dass es immer darauf ankommt, den Gegner auch als Mensch ernst zu nehmen und sich mit seiner politischen Meinung zu beschäftigen, auch wenn es eine andere ist als die eigene. Vielen Dank, Herr Duncker. Ja, Herr Manske, gleiche Frage an Sie. Wo sehen Sie Gefahren aktuell für die Demokratie und wo sehen Sie auch gute Entwicklungen? Ja, also ich sehe auf jeden Fall, dass wir, da kann ich mich auch meinen Vorrednern anteilig anschließen, ein Problem darin, dass viele Leute gar nicht so die Muße und den Willen haben, sich mit Politik auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass es durchaus in der Gesellschaft zu sehen ist, dass es eine gewisse Art von Politikverdrossenheit gibt. Also quasi basierend so auf diesem Gefühl, man geht quasi alle paar Jahre wählen, aber außer Kreuze auf Bundespapier zu machen, passiert irgendwie gefühlt nicht viel. Also die Positionen der Wählerin aus der Sicht der Wähler werden halt nicht genügend berücksichtigt in dem, was tatsächlich politisch auf der großen Bühne passiert. Also sprich jetzt halt, zum Beispiel in der Gesetzesprechung im Bundestag. Und das schlägt natürlich dann bösartig um, meinetwegen entweder in den kompletten Desinteresse zur Politik und mangelnder Wahlbeteiligung oder eben zu extremen Protestwahlen oder halt zur Stärkung antidemokratischer Extreme. Ein zweiter Part, wo ich auf jeden Fall sagen muss, der nicht gut ist, ist, dass es bestimmte Bereiche gibt unserer Gesellschaft, die
komplett entkoppelt sind von demokratischem Zugriff. Das sage ich natürlich als speziell Linker natürlich, kommt aus der, die Linke kommt ja aus der Arbeiterbewegung und so sagen wir beispielsweise, es gibt Bereiche wie die Wirtschaft, die halt jetzt dem demokratischen Zugriff ja eigentlich komplett entzogen sind und wo die Unternehmen ja mehr oder weniger das tun, was sie wollen. Jetzt ist ein bisschen überspitzt gesagt, es gibt immer noch Gewerkschaften, die Arbeitnehmeradressen vertreten, nicht wahr? Aber die breite Masse hat da keinen Zugriff drauf. Und da im Gegenzug aber in dem gleichen Bereich, in dem gleichen Sektor, Lobbyinteressen ganz stark einen Einfluss haben, auch eben auf der bundespolitischen Ebene. Und das ist auch eine Sache, die, das sehen, sieht man halt immer wieder, dass finanzstarkes Kapital sich auch irgendwo immer wieder in Gesetzesvorschlägen niederschlägt. Was aber auch gut läuft, muss man auch dazu sagen, und da gebe ich Frau Parmann und auch sicherlich im Geiste Herrn Dunker recht, ist die Ergebnisse der Klimabewegung, speziell Fridays for Future, durch innovierenden, stetigen Protest eben tatsächlich so viel Druck auf dem Kessel gemacht zu haben, dass man einerseits ein Klimagesetz verabschieden musste über die GroKo, das dann aber nicht genügend war und dann sogar nochmal durch einen Nachschuss, dadurch, dass es existiert hat, erstmal das Gesetz nochmal über das Verfassungsgericht gefordert war, das nachzuschärfen. Und offensichtlich war das halt ein großartiger Erfolg für tatsächlich ein Begehren, das viele Bürger gehabt haben. Ja, vielen Dank, Herr Manske. Ich kann sagen, wir haben jetzt schon einige Veranstaltungen im Wahlkreis durchgeführt und da war vieles dabei, was wir eben auch von vielen anderen Kandidatinnen und Kandidaten schon gehört haben. Also die Trägheit als tatsächlich Gefahr für die Demokratie, mangelnder Wille, Politikverdrossenheit, aber eben auch entkoppelte Bereiche kamen auch schon vor, populistische Vereinfachungen. Ich glaube, das sind Probleme, die wir gerade eben auch in vielen, vielen Teilen Deutschlands wahrnehmen. Bevor wir da jetzt tiefer einsteigen und vielleicht auch darüber sprechen, was man dagegen tun kann, möchte ich noch eine vierte Person dazu holen, die uns jetzt noch mal so einen kleinen Erfahrungsbericht von einem Bürgerrat gibt. Wir haben Herrn Martin Cordes eingeladen aus Müden an der Aller, also aus der Region. Er hat 2019 am Bürgerrat Demokratie, der auch von Mehr Demokratie mit durchgeführt wurde, teilgenommen. Herr Cordes, schön, dass Sie da sind. Ja, danke auch von meiner Seite, dass ich dabei sein darf. Ich würde Ihnen jetzt gerne vielleicht so zwei, drei Fragen stellen. Vielleicht so, dass wir nochmal so kurz schauen, wie ist der Bürgerrat Demokratie eigentlich sozusagen aus der Teilnehmerperspektive abgelaufen? Was war gut, was war schlecht? Was haben Sie gedacht, als Sie die Einladung zum Bürgerrat in der Hand hielten? Und wie ist eigentlich der Prozess abgelaufen? Vielleicht geben Sie uns einfach da mal so einen kurzen Eindruck, wie ein Bürgerrat arbeitet. Ja, gerne. Also das, ich kann mich noch genau daran erinnern, das war Juli 2019 und es waren zwei Briefe im Briefkasten. Das eine war Faber Lotto Service und das andere war ein weißer Umschlag mit einer Deutschlandfahne drauf. Und Faber Lotto Service, da weiß man, dass man nicht viel Chancen hat. Das habe ich gleich weggeschmissen und das andere kam mir auch sehr spanisch vor. Das ging aber vielen so. Insofern habe ich mich ins Internet gehängt und geguckt, finde ich da was wieder, dass das Ganze bestätigt und habe eben Aussagen von Herrn Schäuble wieder gefunden, die dann im Brief drin standen und konnte relativ schnell feststellen, dass das ernst gemeint ist. Ne? Und das war für mich und viele der angeschrieben, es waren ja 5000 Personen angeschrieben worden für den ersten Bürgerrat, für viele überraschend, dass mal jemand nach seiner Meinung gefragt wird und dass man angeschrieben wird und die Möglichkeit hat. Und was habe ich gedacht? Habe gedacht, boah, das ist eine Chance, mal von der Seite wieder in die Politik einzusteigen. Ich habe erst im Nachhinein festgestellt, dass ich vorher schon mal 10 Jahre Politik gemacht habe in Bayern, aber das irgendwie wieder aus dem Auge verloren hatte und sah jetzt eine Möglichkeit, eben nicht durch die Parteien sich hochzuarbeiten und mühsam irgendwo anzukommen, sondern von der Seite sein Erfahrungswissen einzubringen. Und das fand ich einen interessanten Ansatz und habe dann relativ schnell mich angemeldet über Internet. Die Chancen sahen gut aus dann und war bei den 250 dabei, die ausgelost wurden und von denen sind dann 160 dann endgültig ausgewählt worden. Der ganze Prozess war dann ja so, dass man eingeladen wurde nach Leipzig und dann später nach Berlin. In Leipzig waren eben zwei Wochenenden mit 2 Tagen jeweils. Es waren genau 12 Arbeitseinheiten
wo verschiedene Themen bearbeitet wurden von einzelnen kleinen Teams. Und das konnte Lobbyismus sein, das konnte sein, dass man informiert wurde über die Bürgerbeteiligung in der Schweiz oder über Brexit-Erfahrungen. Also es waren 12 solche Themengruppen, wo immer Informationsgeber die Themen vorgestellt haben. Mit Teilnehmer konnten sich das anhören und dann wurden 23 Kleinstgruppen immer jeweils ausgelost vorher, wo 7 Personen zusammensaßen und 2 Moderatoren. Die 2 Moderatoren, der eine hat moderiert und der andere hat dokumentiert, sodass relativ schnell die ganzen Sachen dokumentiert wurden nach 4 Kriterien, Pro und Contra zu den Themen, weiterer Informationsbedarf und Fragen, die sich noch ergeben. Und diese Fragen konnten nachgeschärft werden und es wurde alles kurzfristig dokumentiert und über Nacht in Redaktionsteams aufbereitet, sodass auch jeder, der zwischendurch mal den Eindruck hatte, er ist nicht ganz mitgekommen oder will was nachlesen, am nächsten Morgen das auch nachlesen konnte, was am Tag vorher für Themen angesprochen wurden. Und das Interessante war ja eben, dass erstmal eine große Intensität, so nenne ich das, da war von allen Teilnehmern, weil alle, das kam ganz deutlich raus, kann man auch im Film sehen, dass einfach viele gesagt haben, toll, endlich kann ich mich einbringen und haben sich auch eingebracht. Und die Moderation am Tisch war auch so, dass man jeder erst einmal reden musste oder reden durfte, sagen wir mal so, und dann erst der Nächste wieder dran kam. Und das Ganze war sehr empathisch, weil alle einfach die Sache gesehen haben. Es war ein Wunsch da, ein Ziel zu erreichen, eben Empfehlungen auszusprechen oder ein Bürgergutachten zu erstellen für das Thema Bürgerrat Demokratie. Und man hatte ein gemeinsames Ziel und es war eine sehr hohe Intensität zu spüren. Nicht nur in den Runden dort am Tisch, sondern natürlich auch in den Pausen, weil der erste Bürgerrat wurde ja noch live gemacht. Die nächsten sind ja dann eben online, haben online stattgefunden. Und man konnte deutlich erkennen, dass, ich nenne das jetzt immer so ein kleiner Bundestag da war, dass jeder Bürger hatte mal die Möglichkeit, sich die verschiedenen Themen anzugucken oder zu hören. Sie als Kandidaten haben ja ein viel größeres Spektrum, eine Komplexität da. Und das Verständnis für die Politiker hat zugenommen, einfach die Komplexität zu bearbeiten, selber in der Rolle zu sein, entscheiden zu müssen und dann auch natürlich dann eben zu entscheiden an bestimmten Punkten, das Wesentliche rauszuarbeiten. Und insofern, sage ich, hat das zu mehr Verständnis geführt und auch bei vielen ja zur weiteren Auseinandersetzung mit der Politik, sodass jetzt welche sich zur Wahl gestellt haben, von den Teilnehmern habe ich erfahren oder gesehen, erlebt, oder dass sie jetzt weiter aktiv sind im Nachhinein. Von den 160 sind 65 noch weiter aktiv in WhatsApp-Gruppen und 20 bilden so den harten Kern, die verschiedenen Bundesländer jetzt auch besetzt haben. Das mal so als erste Darstellung des Prozesses und der Auswirkungen. Ja, vielen Dank, Herr Cordes. Kurze Frage noch im Anschluss. Sie haben ja gerade noch zum Schluss davon berichtet, dass jetzt eben auch die Bürgerräte, die dort teilgenommen haben, tatsächlich auch politisch reaktiviert wurden. Also Sie selbst ja irgendwie auch anscheinend. Okay. Was erwarten Sie denn jetzt eigentlich von der Politik? Also jetzt ist ja auch schon eine Weile her. Wie soll die Politik mit den Empfehlungen weiter umgehen? Wie soll der Bundestag damit umgehen? Und was hat das mit Ihnen vielleicht auch gemacht? Also wie schauen Sie jetzt selbst eigentlich auf Politik? Ja, also ich habe erstmal keine Erwartungen, sondern Wünsche, weil ich die Komplexität erkannt habe. Und das sind ja 2 Schritte gewesen. Einmal der Besuch in Berlin, der hier von Ettenbüttel aus mit vielen Anwohnern gemacht worden ist. Da konnte man die Komplexität sehen und das wurde ja getoppt noch durch diesen Bürgerrat, wo man eben in alle Rollen reingehen durfte. Die Komplexität ist groß. Insofern habe ich Wünsche, nämlich dass die Politiker zukünftig sich ihre Bürgerräte holen nach den Veranstaltungen. Das ist beim ersten noch zu wenig erfolgt. Es kam Corona dazwischen. Beim zweiten, jetzt wissen wir, dass 15 Teilnehmer bei Herrn Maas waren wegen Rolle von Deutschland in der Welt und dass es zunimmt. Nicht? Man kann deutlich erkennen, nicht nur jetzt wegen dem Wahlkampf, dass das Interesse an Bürgerräten zunimmt. Und wir haben jetzt 4 Bürgerräte laufen auf Bundesebene und 72 insgesamt. Und da sieht man, dass das machbar ist. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass die zu Worte kommen, auch bei den Politikern mehr gehört werden. Und was ich auch für wichtig halte, es kam auch eine Frage im Chat, dass man eben Stellen schafft, wo das vermittelt wird, auf der Bundesebene vielleicht über die Partizipationsstelle für das Thema Bürgerräte oder eben Stabsstellen für Bürgerbeteiligung auf Landesebene, um diese
vielen Bürgerräte jetzt entstehen, auch zu untereinander zu koordinieren und an die Politiker mehr ranzutragen. Das wären so meine Wünsche an der Stelle. Was ich nochmal sagen möchte, so, ich halte das so, mein Traum ist einfach so, dass ich sage, die erste Gruppe, die haben ja die ganze Geschichte mitgemacht, die anderen haben ihre Sachthemen, die anderen nachfolgenden Bürgerräten, dass die erste Generation noch 2 bis 3 Jahre das begleitet, damit diese Geschichte darüber gebracht wird und die Sachthemen werden rübergebracht über die einzelnen Sachbürgerräte. Und das glaube ich, dass einfach das in nächster Zeit möglich sein wird. Und da erlebe ich das so, dass im gesamten Bundesgebiet da genügend mitmachen und mit 4 Bürgerräten wir da in nächster Zeit auch breit aufgestellt sind. Ja, vielen Dank, Herr Cordes, für diesen Einblick in den Bürgerrat Demokratie. Wir gehen zurück zum Podium. Ich möchte mit Ihnen, Herr Dunker, beginnen. Jetzt vielleicht auch so nach diesem Eindruck, den wir gerade bekommen haben von Herrn Cordes, aber auch jetzt so vor dem Hintergrund, was Sie gerade geschildert haben, was so Gefahren für die Demokratie angeht. Was meinen Sie, können Bürgerräte eine Lösung sein, um die Demokratie an der Stelle weiterzuentwickeln? Da möchte ich also zunächst mal meinen Zugang zum Thema Bürgerräte schildern. Der ist ein bisschen ungewöhnlich und komme dann also zur Befürwortung. Der Zugang ist deswegen ein bisschen ungewöhnlich, der ist also bei mir von der europäischen Ebene her erfolgt. Nämlich die Auseinandersetzung mit der Konferenz zur Zukunft Europas, die sogenannte Bürgerforen, damit Bürgerratselemente eingebaut hatte. Geht zurück auf den Vortrag unserer Europaabgeordneten Viola von Kramon, die das ziemlich ausführlich geschildert hatte. Und das hat mich für die Idee relativ begeistert, weil da zu sehen war, dass die Europäer, also auch aus verschiedenen Ländern gemeinsam, so jenseits der festgefahrenen Diskussionen der Interessengruppen, die es sonst gibt, begonnen haben, sich zu verständigen und gemeinsame Gedanken, umsetzbare Ideen zu entwickeln. Wobei das also ist alles ein bisschen anders strukturiert. Da gibt es dann also am Ende einen Ausschuss, der aus nationalen Parlamenten und Europaparlament und Bürgern zusammengesetzt ist und die Bürgerforen bereiten das dann vor. Wenn ich jetzt drauf komme, wie genau Bürgerräte auf diese Defizite eingehen können, die ich anfangs geschildert habe. Gut, Trägheit und Desinteresse wird dadurch bekämpft, dass man sich beteiligen kann. Und die anderen Defizite, die ich geschildert habe, das ist ja häufig das Auseinandersetzungen, in der bestimmte Gruppen einander unversöhnlich gegenüberstehen. Und da habe ich jetzt aus den Schilderungen mitbekommen, wenn jetzt die Menschen aufeinander zugehen, entwickeln diese Bürgerräte häufig Kompromisslösungen, die von einer großen Mehrheit dann doch gut geheißen werden. Und das ist vielleicht auch eine Entwicklung, die festgefahrene Diskussionspunkte wieder in Gang bringen kann. Finde ich also auch unter dem Aspekt ganz gut. Ist ein bisschen die Frage jetzt, die ja einleitend in der Vorbereitung war, welche anderen demokratischen Reformen brauchen wir noch? Will ich nicht zu weit ausdehnen? Stoppen Sie mich, wenn ich da zu lange rede. Nennen Sie uns ein, zwei. Bitte? Nennen Sie uns einfach ein, zwei Reformen. Ein oder zwei. Ja, einmal das, was wir auf Landesebene und kommunaler Ebene bereits haben, so diese Volksbegehren und Volksentscheidungen und Bürgerbegehren, das will ich mal überspringen. Ich will mal zu zwei neuen Sachen kommen. Einmal gibt es diese Online-Petitionen, die eine immer größere Rolle auch im kommunalpolitischen Bereich spielen. Da hatte ich also mit 3 solcher Petitionen in den letzten Jahren zu tun. Da meine ich, das ist ein Einstiegspunkt und das könnten die Leute unter sich noch interaktiv weiterentwickeln. Da ist also dieses Instrument Online-Petition ist noch nicht am Ende angekommen. Und dann die zweite Sache, die ich erwähnen will, das ist, dass Bürger da eingreifen können, auch in organisierten Konferenzen, das kann man so als Prozess anstoßen von der Politik, im kommunalpolitischen Bereich, da wo es wehtut, beim Haushalt. Dass man also versucht, solche Bürgerhaushalte zu initiieren, die ein Vorschlagsrecht haben, sodass sich Kommunalparlamente mit den Vorschlägen beschäftigen können. Vielen Dank, Herr Dunker. Herr Manske, was meinen Sie, können Bürgerräte dazu beitragen, die Kluft, die vielleicht auch schon immer besteht zwischen
Bevölkerung und Politik ein Stück weit zu überbrücken? Wäre das etwas, was unsere Demokratie wirklich weiterentwickeln kann? Ich würde sagen, teilweise. Also weiterentwickeln auf jeden Fall. Das ist ein Instrument der Partizipation an der Demokratie und auf jeden Fall würden es das gut tun. Und ich sage mal, wie jetzt auch schon prominente Beispiele aus der Vergangenheit gezeigt haben, also Irland, da hat man ja zum Beispiel über die gleichgeschlechtliche Ehe abgestimmt oder die Klimaschutzmaßnahmen in Frankreich, das waren ja schon, muss man schon sagen, erstaunlicherweise recht progressive Beschlüsse, die darunter gefasst wurden, zumindest vom Bürgerrat an sich. Und von daher, klar, da kann man A, richtig gute progressive Politik im Sinne einer breiten Mehrheit machen und B, hat man ja auch schon an den Umfragen, die Sie jetzt hier bei uns im Wahlkreis durchgeführt haben, gesehen, dass es halt offensichtlich ein Interesse der Mehrheit der Bevölkerung gibt an diesem Instrument. Und ich habe es auch in meinem privaten Umfeld mal mich umgehorcht. Die Leute kannten das, den Bürgerrat größtenteils nicht. Also es war denen allen neu, aber als ich denen erklärt habe, das ist das Prinzip, darum geht es, fanden das alle total super und interessant und hätten auch total Lust gehabt, sich da irgendwie einzubringen und zu partizipieren. Jetzt komme ich natürlich auch aus der Akademikerblase, aber man sieht schon, es gibt da offensichtlich einen gewissen Zuspruch und einen breiten Zuspruch an diesem Instrument als solchen. Zum anderen muss ich auch sagen, natürlich wird das jetzt nicht alle Probleme auf einmal lösen, die wir vorher schon angesprochen haben. Also da gab es ja einen ganzen Blumenstrauß und man muss natürlich auch von vornherein sagen, der Bürgerrat, so toll das ist mit der Partizipation, hat natürlich eben noch nicht den Zwang, dass das, was da beschlossen wird, umzusetzen. Also am Ende des Tages kann es halt immer noch passieren, dass der Bundestag sagt, ja, schön, dass ihr das beschlossen habt, aber wir setzen das jetzt nicht so um. Ein zweiter Teil ist, das war jetzt halt auch mein Punkt, speziell als Linker, dass es ja nach wie vor auch Bereiche gibt, die auch der Bürgerrat nicht tangieren kann. Stichwort wäre hier halt die Wirtschaft, ne? Und da muss man halt sagen, da gibt es andere Instrumente, wo man halt auch wieder in die gewerkschaftliche Schiene reingehen muss, Arbeitnehmervertretung, wie kann man Einfluss auf Wirtschaftsunternehmen nehmen. Das halt aber, wie gesagt, spielt nochmal abseits der Bürgerräte. Und wenn ich jetzt so dran denke, wie kann man das eventuell noch darüber hinausgehen, da muss ich sagen, klar, da sagen wir als Linke halt sowieso, wir fördern Bürgerräte und wir fördern natürlich eben auch Volksentscheide, damit wir irgendwann auch auf Bundesebene mehrheitliche Willensentscheidungen der Bevölkerung umsetzen können. Und ich glaube, wenn wir das haben, also auch als Konstrukt zusammengedacht, kann man da wirklich der Demokratie und der Partizipation der breiten Bevölkerung richtig auf die Sprünge helfen. Vielen Dank, Herr Manske. Frau Pahlmann, Sie haben im Unterausschuss bürgerschaftliches Engagement das Konzept Bürgerräte diskutiert. Es gab auch eine Anhörung dazu. Vielleicht schildern Sie uns einmal kurz, wie das diskutiert wurde im Ausschuss. Und dann interessiert mich natürlich auch, wie Sie zu dem Beteiligungsverfahren Bürgerrat stehen. Ja, natürlich. Der Ausschuss bürgerschaftliches Engagement, muss ich da vorweg sagen, ist ein besonderer Ausschuss. Also da geht es, wie der Name schon sagt, um bürgerschaftliches Engagement. Und ich muss sagen, da sind wir über alle Fraktionen. Natürlich gibt es Nuancen und gibt es auch mal Differenzen. Aber im Prinzip sind sich da die Fraktionen sehr einig, weil wir durchaus wissen, welches hohe Gut wir in dem Bereich in Deutschland haben. Wir haben eine unheimlich hohe Zahl an Leuten, die sich ehrenamtlich und engagieren und das ist allen bewusst und dazu zählt natürlich auch das Instrument Bürgerrede. Deshalb ist das bei uns quer durch alle Fraktionen natürlich sehr positiv aufgenommen worden, was uns da vorgestellt wurde. Ich hatte im Vorfeld auch schon Kontakt mit Herrn Cordes, weil der ja bei uns aus dem Landkreis kommt und wusste also im Vorfeld schon ein bisschen, was Bürgerräte sind, wie sie arbeiten und dass das ein unheimlich interessantes Instrument ist für unsere Demokratie. Ich glaube, das ist allen, die sich da wirklich ein bisschen vertieft mit befassen, durchaus bewusst. Ich glaube auch, dass Bürgerräte Vorteile haben gegenüber Instrumenten wie Volksentscheiden oder Ähnliches, weil doch aus ganz, ganz verschiedenen Blickwinkeln ein Thema untersucht wird. Bei Volksentscheiden ist es manchmal sehr schwierig, diese komplexe Themen wirklich so darzustellen. Und die Bürgerräte nehmen sich halt die Zeit, haben den Vorteil, dass sie wirklich ganz, ganz breit aufgestellt sind, dass wir wirklich den Querschnitt hoffentlich immer der Bevölkerung auch erreichen durch diesen Zufallsmechanismus. Also die Vorteile von Bürgerräten liegen für mich ganz klar auf dem Tisch im Gegensatz zu Volksentscheiden oder anderen
Instrumenten. Es kam der Hinweis, also natürlich muss es auch den Zwang zur Umsetzung geben. Nee, das sehe ich anders. Es muss nicht den Zwang zur Umsetzung des Ergebnisses geben, aber das Ergebnis muss bei den Politikern ankommen. Also die Anhörung ist für mich das Wichtige, dass man wirklich den Erguss, das Resultat eines Bürgerrates zu einem bestimmten Fachthema wirklich in der Politik hören kann und wahrnehmen kann. Deshalb wäre für mich also auch ein guter Weg, dass man diese einzelnen Ergebnisse vorgestellt bekommt, sei es in Ausschüssen, ich weiß nicht, wie man es implementieren kann, aber zum Beispiel durch Anhörungen im Ausschuss ist es sicherlich eine gute Möglichkeit. Also Bürgerräte sind wirklich ein hohes Gut, leben aber allerdings auch davon, ob es wirklich immer gelingt, alle Bildungsschichten zu erreichen. Und ich habe im Vorfeld schon durchaus auch die Kritik gehört und auch kam auch aus den Reihen der Bürgerräte, dass es durchaus schwierig ist, alle zu erreichen. Weil Herr Cordes hat so schön bildhaft dargestellt, er hat einen Umschlag bekommen, ja, und wusste nicht so recht, was damit anzufangen. Also bei vielen landet so ein Umschlag vielleicht gleich im Müll. Also vielleicht muss man auch noch überlegen, wie man diese Umschläge oder diese Aufforderung, sich zu beteiligen, vielleicht noch besser begleitet. Und vielleicht auch gerade in Schichten begleitet, die eben nicht so bildungsaffin sind. Also die sich vielleicht sagen, ach, was soll ich da, meine Meinung ist nicht gefragt. Und das ist, denke ich, das Wichtige, dass es wirklich quer durch alle Bildungsschichten geht und quer durch alle Altersstrukturen geht. Also für mich hat es einen wirklich ganz, ganz hohen Stellenwert, weil ich glaube, dass es wirklich ein gutes Instrument ist, uns Politiker zu beraten. Wir Politiker sind einfach darauf angewiesen, dass wir Problemstellungen auch nahegebracht bekommen. Das versuchen wir, indem wir im Wahlkreis unterwegs sind, mit möglichst vielen Leuten sprechen und diesen bösen Lobbyismus, der hier eben schon angeprangert ist, eben auch wahrnehmen. Weil von vielen Fachbereichen muss man einfach Input bekommen. Und ein zusätzliches Steinchen, Input, Mosaiksteinchen, ist wirklich Bürgerrat. Und Bürgerrat hat eben schon vieles aufbereitet, was man sonst nur aus einer Sicht bekommen würde. Weil da eben aus vielen Ecken auf ein Thema geguckt wird. Also vielleicht erstmal, sind Sie damit zufrieden oder habe ich irgendwas jetzt nicht beantwortet, was ich beantworten sollte, Herr Wiedmann? Vielen Dank, Frau Panheim. Wir diskutieren gleich weiter. Sie sind jetzt auch schon in die Ausgestaltung von Bürgerräten eingestiegen und da werden wir gleich auch noch ein bisschen weiter drüber diskutieren. Ich möchte jetzt aber noch mal kurz die Umfrage mit Ihnen teilen im Wahlkreis Gifhorn-Peine, die Herr Manske schon erwähnt hat. Und dazu möchte ich noch mal kurz meinen Bildschirm mit Ihnen teilen. Kleinen Augenblick. So, jetzt muss ich mal kurz durchgehen. Nanu, das funktioniert jetzt nicht. Hier bewegt sich nichts. Ich versuche es nochmal. Kleinen Augenblick. Da sind wir. Können Sie das sehen? Also ich sehe noch nichts. Sorry. Ich auch nicht. Ich auch nicht, Olli. Und ich probiere es nochmal. Probier es mal. Ich versuche derweil mal die Leute zu entpinnen. Vielleicht liegt es auch daran. Jetzt, oder? Ja. Jetzt kommt's. Jetzt, wunderbar, jetzt habe ich es auch hinbekommen. Ja, ganz kurz, wir haben den Bürgerinnen und Bürgern im Wahlkreis Gifhorn-Peine, aber auch bundesweit und in anderen Wahlkreisen, vier Fragen gestellt. Die erste Frage war, ob allgemein Bürgerräte auf Bundesebene stärker verankert werden sollen, um dann eben stärker genutzt werden sollen, um Empfehlungen an die Politik auszuarbeiten. Das wurde in diesem Wahlkreis mit 53% mit Ja beantwortet, 33% waren dagegen. Das entspricht auch exakt dem Bundesdurchschnitt. Genauso die zweite Frage, ein bisschen zur Ausgestaltung. Wir haben jetzt vor allem über Bürgerräte gesprochen, die eben sozusagen vom Parlament angestoßen werden. Also so war es in Irland, und so war es auch in Frankreich von Macron. Aber es gibt natürlich, oder es könnte auch die Möglichkeit geben, dass Bürgerräte eben auch per Unterschriftensammlung von unten eingeleitet werden. Das haben wir gefragt. Da gibt es auch eine mehrheitliche Zustimmung zu, allerdings dann eben etwas knapper als die erste Frage. 45% können sich das vorstellen. Dann haben wir auch noch
die direkte Demokratie, also Volksentscheide, abgefragt, und zwar in Kombination zu Bürgerräten. Also sollen Volksentscheide auf Bundesebene, wenn es sie denn gibt, durch losbasierte Bürgerräte vorbereitet werden können. Auch hier eine knappe Mehrheit dafür, 42%, 39 dagegen. Hier muss man allerdings auch dazu sagen, dass natürlich wir weder Volksentscheide auf Bundesebene haben und eben auch die Kombination dieser Instrumente vielleicht vielen auch erstmal, für viele erstmal Neuland ist. Deswegen vielleicht an der Stelle sind die Ergebnisse auch mit etwas Vorsicht zu genießen. Unsere vierte Frage, allgemein zu direkter Demokratie auf Bundesebene, soll es Volksentscheide auf Bundesebene geben? Hier ein klares Votum, ja, 60% sagen, die soll es geben. Und so ist es etwa auch auf Bundesebene bei den Umfragen. Dann zurück zum Podium. Ja, wir haben jetzt, sind ja schon eingestiegen in die Ausgestaltung von Bürgerräten. Herr Manske, ich würde jetzt ganz gerne mit Ihnen beginnen. Sie können gerne jetzt noch auch was zu der Umfrage sagen, dazu Stellung nehmen, wenn Sie das wollen. Aber eigentlich würde ich gerne von Ihnen jetzt noch mal wissen, ob ein Instrument funktioniert oder nicht. Hat ja viel mit der Ausgestaltung zu tun. Ja, das kennen wir von Volksentscheiden auch. Die können gut gemacht sein, schlecht gemacht sein. Wir haben in den Bundesländern ganz unterschiedliche Verfahren mit unterschiedlicher Wirkung. Und so wird es vermutlich auch bei Bürgerräten sein. Und da gibt es wirklich sehr, sehr viele Fragen zu klären, wie diese ausgestaltet sind. Frau Pahlmann hat das gerade schon ein bisschen angesprochen. Also die Frage, wer kann ein Bürgerrat einleiten? Kann das nur von oben geschehen? Können das auch die Bürgerinnen und Bürger selbst machen? Wie läuft es eigentlich mit der Umsetzung? Also muss man nicht ein Stück weit auch vielleicht da Verbindlichkeit ins Verfahren bringen? Und damit meine ich jetzt nicht, was sozusagen die Umsetzung der Empfehlungen angeht, aber sozusagen was den Umgang mit den Empfehlungen seitens des Bundestags angeht. Also braucht es vielleicht irgendwie verpflichtende Ausschussanhörungen oder Befassungen dazu? Muss die Regierung irgendwann Stellung dazu nehmen? Was können Sie sich da vorstellen? Oder vielleicht, um noch einen weiteren Punkt zu nennen, das hatte Herr Cordes eben angesprochen, braucht es nicht vielleicht auch irgendwie eine neue Behörde auf Bundesebene, die sozusagen solche Beteiligungsverfahren auch aufsetzt, begleitet, da auch Kompetenzen sozusagen aufbaut und Bürgerräte eben mit organisiert? Ja, klar. Vielen Dank für die Frage. Wie das ausgestellt ist, wie der Bürgerrat an sich funktioniert, jetzt in den Modellprojekten, das fand ich schon grundsätzlich sehr gut. Also sprich mit der entsprechenden Auslosung, auch mit der sachlichen Moderation, faktenbasierte Gespräche innerhalb des Gremiums an sich, das ist ja schon mal super. Die interessante Frage, die Sie gerade gestellt haben, ist, soll das jetzt nur von oben kommen, quasi nur über den Bundestag organisiert, oder kann das auch von unten über die Unterschriftensammlung? Wir haben eben gerade gesehen, da gab es schon noch eine knappe Mehrheit dafür. Wahrscheinlich fremden die Leute ein bisschen damit, dieses in Anführungsstrichen demokratische Instrument von unten loszutreten. Ich muss aber sagen, ja, wir hatten ja auch vorhin schon diesen kurzen Ausblick auf das Rechtliche, dass es gegebenenfalls ein bisschen Anpassung einer Verfassung geben müsste, gegebenenfalls, falls man den Weg gehen wollte. Ich finde es aber, es ist, wenn einfach der Wille und der Wunsch und der Bedarf da ist, einfach in der Breite der Bevölkerung, also die Unterschriftensammlung kann ja entsprechend groß sein. Ne? Also es gibt ja auch entsprechende Hürden, wenn man jetzt eine Volksbegehren meinetwegen machen möchte, dann muss man sagen, klar, ich persönlich würde mich dafür aussprechen, auch Bürgerräte von unten motivieren zu können, wenn einfach ein Thema so dringlich ist, dass die Menschen darüber aufgeklärt werden wollen. Allerdings wäre es auch wünschenswert, um genau keinen Wildwuchs zu erhalten, dass da noch irgendwie eine Zwischeninstanz dafür sorgt, dass auch das Thema sinnvoll bearbeitbar ist für einen Bürgerrat. Weil das ist ja der große Vorteil, wenn das von oben kommt, aus dem Bundestag heraus. Das ist halt ein eingeschränktes Thema, das man eben auch sinnvoll in dem Rahmen abarbeiten und diskutieren kann. Das müsste noch sichergestellt sein. Und ja, na klar, das ist halt einer der vielen Punkte, die man definitiv noch umsetzen muss, wenn man schon Empfehlungen aus dem Bürgerrat bekommt, dass die definitiv im Bundestag ankommen müssen. Also für verpflichtende Anhörungen in etwaigen Ausschüssen wäre ich auf jeden Fall dafür. Ob es dafür jetzt noch eine separate Stelle bräuchte, das würde ich so gar nicht sehen. Und also da sehe ich jetzt noch nicht einen unmittelbaren Zwang dafür, dass man halt das durch eine separate Stelle noch gewährleisten muss. Und würde aber meinen,
dass die zwingende Anhörung Bestandteil sein muss, weil sonst habe ich ja im schlimmsten Fall wirklich, wie schon vorhin gesagt, Arbeit für umsonst gemacht. Und um da nochmal kurz auf Frau Parmann zurückzukommen, dass die Beschlüsse nicht eins zu eins umgesetzt werden, heißt ja nicht, dass ich fordere, dass der Zwang zur Umsetzung kommt, um Gottes Willen. Das muss schon entweder durchs Parlament legitimiert sein oder eben durch einen Volksentscheid. Und da geht es eher um die Frage, kann man nicht die beiden Sachen zusammendenken? Hat man eben auch in der Umfrage gesehen, wir sprechen uns ganz klar auch in einem Themenpapier von unserer Fraktion dafür aus, eben solche direkten demokratischen Instrumente zu kombinieren und zusammenzudenken, weil der Bürgerrat eigentlich eine ideale Vorarbeit leisten kann für sowas wie einen Volksentscheid. Vielen Dank, Herr Manske. Frau Palmann, Sie wurden direkt angesprochen. Wäre die Kombination aus Bürgerrat und Volksentscheid vielleicht etwas? Und nochmal zur Umsetzung. Wie bekommt man aus Ihrer Sicht vielleicht etwas mehr Verbindlichkeit nachher sozusagen in die Befassung mit den Empfehlungen des Bürgerrats? Vorarbeit zu Volksentscheiden ist sicherlich, also es wäre für mich eine qualitative Aufwertung von Volksentscheiden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, dass Bürgerräte eben Themen sehr intensiv und sehr, wie ich vorhin schon sagte, breit aufgestellt erarbeiten. Also oftmals ist ja in der Bundespolitik sind die Themen sehr komplex und sehr verwoben mit auch Europapolitik und Europarecht und Ähnlichem und Länderrechte. Und das ist manchmal so komplex, dass man selber da gar nicht durchsteigt, obwohl man in dem Getriebe drin ist. Und deshalb ist es wirklich gut, wenn man bestimmte Themen, die wirklich Gesetzeskraft irgendwann vielleicht mal erlangen sollen, breit erarbeitet und nicht aus einer Sicht sieht. Die Frage nach der Behörde für Bürgerräte, ja, das ist sicherlich, einerseits wäre es ganz schön, wenn man da fachlich versierte Leute hätte, die Bürgerräte beraten könnten, aber mir widerstrebt es immer wieder, wenn es neue Behörden gibt und neue Bürokratie aufgebaut wird, wobei ich natürlich schon sehe, dass die Qualität von Bürgerräten ganz entscheidend auch davon abhängt, wie die Auswahl der Moderatoren gelingt, ob die wirklich wertfrei moderieren, ob die Inputgeber dann eben auch ausgewogen aus allen Lagern kommen. Also ein Bürgerrat einfach so zu initiieren, ist nicht so ganz einfach. Da gehört wirklich schon ein bisschen Management dazu und von daher spricht schon vieles, dass es von oben nach unten geht, wobei man durchaus auch mal ein Thema aufgreifen kann, was von unten hochgespielt wird. Bloß dann muss eben sichergestellt sein, dass es nicht nur von einer bestimmten Lobbygruppe besetzt ist. Also das ist immer so das zweischneidige Schwert, was ich da halt sehe. Der zweite Teil Ihrer Frage, sagen Sie noch mal ganz schnell, was sollte ich noch beantworten? Wie man das besser implementieren kann. Ja, das hatte ich, glaube ich, vorhin schon erwähnt. Also ich bin schon dann dafür, wenn man Bürgerräte mit so viel Aufwand und so viel Engagement und auch Geld, das muss man ja einfach so sehen, das ist ja auch nicht gerade billig, die Bürgerräte kosten ja auch was, wenn man die schon implementiert und da Ergebnisse herausbekommt, dann sollten die auch zu Gehör gebracht werden. Also ich bin dann schon dafür, für öffentliche Anhörungen in den Ausschüssen, damit das nicht verpufft, weil sonst wäre es wirklich Arbeit für die Katz und wäre auch nicht demokratieförderlich, weil Leute, die sich da engagieren und viel Zeit rein investieren, die möchten auch durchaus sehen, dass es wahrgenommen wird, was da erarbeitet wird. Und von daher muss es auch irgendwo nachher eine Wahrnehmung geben. Und ich sehe das momentan, vielleicht gibt es ja noch bessere Ideen, aber eben dadurch gewährleistet, dass man es vielleicht bei Ausschüssen zu Anhörungen kommen lässt und das wirklich das Erarbeitete sich vernünftig vorstellen lässt. Vielen Dank, Frau Palmann. Herr Dunker, bevor ich Sie jetzt nochmal dran nehme, würde ich ganz gerne jetzt nochmal so 2, 3 Statements aus dem Publikum mit reinnehmen, weil wir haben jetzt noch so 15 Minuten etwa, damit unser Publikum auch noch beteiligt wird. Ja, schalten Sie sich gern ein jetzt, melden Sie sich zu Wort, benutzen Sie die gelbe Hand, wenn Sie sich tatsächlich zu Wort melden wollen. Stellen Sie Fragen. Jetzt ist die Gelegenheit. Herr Dehnel, Daumen hoch heißt Meldung, oder? Genau. Alles klar. Ja, Sie haben das Wort. Danke. Ich möchte in diesem Zusammenhang mit den Bürgerräten die Politik nicht so einfach aus ihrem Dilemma entlassen. Die Politik, ich spreche jetzt von den Abgeordneten, die ja die Vertreter der Bevölkerung in einem Parlament sind.
Und so wie ich es eben herausgehört habe, Frau Pallmann, ist es nicht so, dass der Bürger ein Bring-Prinzip hat, dass der Bürger eben, sondern ich sehe es so, dass der Abgeordnete ein Hohlprinzip hat. Das heißt, seine Aufgabe ist es, an die Bürger heranzutreten und mit den Bürgern diese Themen zu diskutieren. Und da geht es nicht darum, dass sich ein Bundestagsabgeordneter oder Landtagsabgeordneter in seinem Büro hinsetzt und macht eine Bürgerfragestunde, in dem dann sozusagen, ich bin ja in dieser Bürgerfragestunde und ihr könnt ja mit mir reden. Das ist nicht mehr konform. Das entspricht nicht mehr den heutigen Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten benutzt diese Politik eben nicht. Und deshalb ist diese Unzufriedenheit innerhalb der Bevölkerung so groß, weil viele das Gefühl haben, die Politik macht ihr Ding. Die sitzen im Bundestag, kreisen um sich herum, sitzen im eigenen Brei und kochen irgendwas aus. Und das wird dann der Bevölkerung hingesetzt und nach dem Motto friss oder stirb. Und das ist das Problem. Die Politik sollte weniger in den Ab... Ist natürlich klar, die Themen werden immer komplexer. Das ist ja auch ein Problem. Das sieht man auch in der heutigen Situation. Die Themen werden immer noch komplexer werden. Aber die Politik, jetzt spreche ich was Politik, sind die Abgeordneten, die sitzen eben nicht dort, wo eben die Probleme vorhanden sind, vor Ort, in den Gemeinden, im Kreis, dort, wo eben die Probleme vorhanden sind, sondern es wird praktisch über einen langen Informationsweg diese Information dann weitergegeben und irgendwann hat der Abgeordnete mal ein Gespräch gehabt und dann nimmt er das als Beispiel dafür, dass er wieder einen Kontakt zur Basis hat. Wenige Ausschusssitzungen, sich zu überlegen, was kann man in der täglichen Arbeit sinnvoller gestalten, damit man die Möglichkeit hat, mit den Bürgern zu reden. Das wäre mein Wunsch und das wäre meine Vorstellung. Und da könnte Herr Dehnel, ich glaube, Ihr Punkt ist angekommen. Geben wir anderen vielleicht noch die Chance, genau, auch etwas zu sagen. Keine Angst, Herr Dunkel, Frau Pallmann, ich nehme Sie gleich dran. Sie können darauf reagieren, gut, sofort. Aber noch okay, einen Augenblick Geduld. Haben wir noch weitere? Ich würde ganz gerne noch ein, zwei Meldungen mit reinnehmen, wenn es dann noch welche gibt. Wenn es keine gibt, dann vielleicht noch ein, zwei Fragen aus dem Chat, weil dann können wir das sozusagen geballt beantworten. Kade Wirz, Sie haben das Wort. Ich habe eine Frage, die sich anschließt eben an die Reaktion oder die Frage, wie man das anschließt am Bundestag. Da scheint sich auch einig zu sein, dass also eine Anhörung in den Ausschüssen eine sinnvolle Sache ist. Wäre es nicht darüber hinaus auch sinnvoll, dass es sowas wie eine Reaktionspflicht gibt? Also das braucht natürlich eine gewisse Zeit, aber dass man dann auch von Seiten des Parlaments oder des Ausschusses oder der zuständigen Politiker eine Antwort gibt. Diese Sachen fanden wir gut, das haben wir vielleicht übernommen und andere Sachen haben wir nicht übernommen. Vielleicht auch eine Begründung, je nachdem, manchmal ist das vielleicht schwierig, aber dass auch die Bürger, die das mit erarbeitet haben und die Öffentlichkeit, die das mit verfolgt, auch wirklich sieht, okay, das wird ernst genommen, da wird drüber nachgedacht. Und ja, jetzt sehen wir auch, verstehen wir, warum die das anders machen oder es sind halt auch, ist dann an Mehrheiten gescheitert oder wie auch immer. Also das ist so ein Echo für die konkreten Bürger, aber auch für die Öffentlichkeit gibt. Vielen Dank, Frau Wirz. Anne, vielleicht nehmen wir noch eine Frage aus dem Chat mit rein, wenn du da was Interessantes, was noch nicht Angesprochenes hast, dann ja, gerne jetzt. Gerne. Im Chat wurde noch die Frage gestellt, zu welchen Themen sich denn die Podiumsdiskutantinnen und Diskutanten das vorstellen können, dass Bürgerräte auf Bundesebene stattfinden. Ja, vielen Dank. Das ist doch eine schöne Frage. Herr Dunker, ich habe Ihnen versprochen, dass wir mit Ihnen beginnen und dann Frau Pallmann und dann Herr Menzke. Okay, ich fange zunächst mit den drei Fragen an, die gestellt worden sind, wollte aber davor noch was sagen zu den Sachen, die in der vorherigen Runde waren. Mit der Frage Reaktionspflicht des Parlaments, das war die zweite Frage, da sind wir in einem Bereich drin, was soll denn mit den Ergebnissen eines Bürgerrats geschehen?
Und da sind also sicher sehr verschiedene Stufen denkbar. Ich bin da schon für eine Reaktionspflicht des Parlaments. Eben die Frage ist, wie weit es geht. Also einfach nur inhaltliche Befassung oder möglicherweise sogar Abstimmung über Vorschläge. Das wäre ja noch eine Stufe mehr. Ich habe mich ja so zur Vorbereitung so ein bisschen mit den Vorgängen in Irland befasst, die ja dann noch einige Stufen mehr beinhalteten, die dann also dann sogar bis zur Volksabstimmung und anderen Dingen gegangen sind. Generell wäre ich jetzt, ohne dass meine Meinung da ganz am Ende angekommen ist, für so einen Mittelweg, dass man da schon das Parlament auch mindestens im Ausschuss zur Abstimmung über konkrete Vorschläge bringen kann. Umsetzung im verfassungsrechtlichen Rahmen mag hier kritisch sein, weil das dann schon in Rechte des Parlaments eingreift. Das würde ich aber trotzdem, also in dem Umfang würde ich es als wünschenswert erachten. Dann die zweite Frage, so die Abgehobenheit der Politik, das Raumschiff Bonn oder Raumschiff Berlin, kann ich jetzt natürlich so nicht ohne weiteres beantworten, weil ich jetzt mehr aus dem kommunalen Bereich hier im Kreis Gifhorn komme und da vielleicht ein bisschen näher an allen Sachen dran bin. Bin allerdings jetzt an den Leuten, die in Berlin sitzen, auch wieder so nah dran, dass ich ein bisschen versuche, also parteiübergreifend mal eine Lanze für die Politiker in Bund und Land zu brechen. Ich meine, dass die Politik schon, also mindestens im Wahlkampf öfter darüber hinaus, immer wieder versucht, auf die Bürger zuzugehen, dass aber häufig solche Angebote auch nicht sehr stark wahrgenommen werden. Das liegt vielleicht auch an der Art, wie die Politik sich selber versucht zu vermitteln. Meine eigene Erfahrung im Wahlkampf ist wirklich, ich bin jeden Tag auf Achse, fahre dann häufig mit dem Rad durch die einzelnen Gemeinden und die Anzahl der Begleiter ist oft überschaubar. Das sind vielleicht 20, 30 Leute, ist nicht die Gesamtheit der Bevölkerung. Wie man also dieses Defizit ausgleichen kann, dass Politik und Bürger nicht zusammenkommen. Da bin ich dann auch überfragt, vielleicht sind da die Bürgerräte ein Teil der Lösung. Denn die dritte Frage, helfen Sie mir da noch mal ein bisschen auf die Sprünge? Das war die, die aus dem Chat gestellt war. Genau, vielleicht kurz noch zu den Themen, damit die anderen noch die Chance haben zu antworten. Genau, zu welchen Themen können Sie sich Bürgerräte auf Bundesebene vorstellen? Oder wo braucht es Bürgerräte? Okay, ja, das wäre ein Teil meiner Gesamtdarstellung. Ich kann mir Bürgerräte zu allen Themen vorstellen. Das ist nämlich Teil der Gesamtdarstellung deswegen, weil ich da auf die Frage eingehen will, wer beruft Bürgerräte ein? Und wie sollte das also gesetzgeberisch implementiert werden. Da meine ich, gesetzgeberisch implementiert werden kann so etwas ohne Verfassungsänderung durch einfaches Gesetz, wenn man jetzt mal von Fragen der Umsetzung absieht. Sie haben da ja auch so ein Gutachten zugemacht, das sehe ich also als Jurist auch ähnlich. Und wenn jetzt die Frage durch das Parlament oder ein parlamentarisches Gremium gestellt wird, ist die Frage naturgemäß auf das beschränkt, was man haben will. Ich denke aber, dass der Bürger Expertise im Prinzip zum gesamten Feld der Politik zeigen kann. Und mein Vorschlag wäre da, dass man jeden zweiten oder dritten Bürgerrat im Thema durch den vorhergehenden Bürgerrat bestimmen lässt. Da ist also auch das Problem ausgeschlossen, dass dann bestimmte Interessengruppen sich zu Wort melden oder sich nur die zu Wort melden, die laut sind. Da ist also ein zufällig ausgewählter Bereich der Bevölkerung, der sich zuvor politisch mit bestimmten Themen befasst hat und der dann sich auf ein geeignetes Nachfolgethema einigen kann. Vielen Dank, nicht zu jedem Bürgerrat, aber vielleicht zu jedem zweiten oder dritten. Ja, vielen Dank. Interessanter Vorschlag. Es geht ja so ein bisschen in Richtung Ostbelgien, die deutsche Region in Belgien, wo es ja einen ständigen Bürgerrat gibt, der eben auch Themen vorschlagen kann. Frau Pahlmann, jetzt sind Sie dran. Sie wurden direkt angesprochen. Wer muss sich aufeinander zubewegen? Genau. Wer muss sich zuerst bewegen? Ist eigentlich die Frage.
Wer muss sich zuerst bewegen? Sicherlich der Abgeordnete. Da bin ich schon bei Herrn Dehmel. Ich bin schon bei Herrn Dehmel, dass er sagt, es gibt eine Hohlschuld. Das sehe ich ganz genauso. Und das ist nicht damit abgetan, dass man Bürgersprechstunden abhält. Definitiv nicht. Aber Bürgersprechstunden sind auch ein wichtiger Teil der politischen Arbeit. Aber wir sind ja alle im Prinzip einem Wahlkreis zugeordnet, wir Abgeordneten. Und unsere Arbeit beschränkt sich nicht auf die Arbeit in Berlin. Also mein Hauptaufgabenfeld ist wirklich auch der Wahlkreis. Also im Wahlkreis aktiv unterwegs zu sein, das Gespräch mit den Leuten selber zu suchen, mich zu Institutionen, zu Vereinen, zu Verbänden, hinzubewegen, zu Firmen zu gehen, zu gucken, wo brennt der Schuh. Also das ist für mich Wahlkreisarbeit und das tue ich. Und ich bin nebenbei auch noch seit 2001 Kommunalpolitikerin. Ich bin also auch nach wie vor nicht nur in Berlin politisch tätig, sondern auch im Stadtrat in Gifhorn, weil ich eben die kommunalpolitische Anbindung so unheimlich wichtig finde. Also alles das, was in Berlin und oben beschlossen wird, das kommt ja in der Kommune an und die Kommune muss das bewerkstelligen, was da an Ideen, an Gesetzen plötzlich von oben heruntergereicht wird. Und das ist das Spannende. Und deshalb arbeite ich auch nicht nur in den Ausschüssen, sondern auch in Arbeitsgruppen. Ich bin zum Beispiel in Berlin in der AG Kommunalpolitik, weil das für mich ganz, ganz wichtig ist. Was sind denn das für Auswirkungen auf die Kommunen? Und deshalb bin ich wirklich als Wahlkreisabgeordnete sehr daran interessiert, was passiert bei mir in der Kommune, was können wir besser machen, wo brennt es auch mal, wo muss ich mal sagen, hey Leute, das Problem haben wir bei uns in der Kommune, das müssen wir mal auf übergeordneter Ebene besprechen, das müssen wir mal angehen. Das, so verstehe ich Politik und so mache ich Politik. Also nicht nur die 2 Wochen in Berlin, die sind auch wichtig, aber die Wahlkreiswochen, die haben es in sich. Und ich will Ihnen sagen, die sind anstrengender als die Arbeit in Berlin. Das nur dazu. Reaktionspflicht, ja, das ist sicherlich gut, weil ich hatte ja schon gesagt, wenn man keine Reaktion auf das bekommt, was man erarbeitet hat, dann verliert man auch die Lust an dem Mittun. Deshalb finde ich es schon gut, wenn es eine Reaktion geben kann auf die Beschlüsse, die dann da erarbeitet worden sind. Ob das gleich im Ausschuss passieren kann, ob das vielleicht mit Fachpolitikern im Nachgang geregelt werden kann. Was konnten wir von diesen Ergüssen gebrauchen? Was konnten wir nicht umsetzen? Weil das muss sicherlich noch geklärt werden. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Aber wie gesagt, wir haben ja die Parlamentarier, die sich wirklich mit diesen Themen befassen sollten und das auch sicherlich tun werden und das sicherlich auch sehr, sehr ernst nehmen. Wir sind schließlich gewählte Abgeordnete und das bleiben wir auch wenn es Bürgerräte gibt. Und deshalb ist die Zuarbeit für Bürgerräten auch immer eine ganz wichtige Komponente, die wir aufnehmen können. Und deshalb stehe ich dem auch. Ich weiß, dass das vielleicht nicht alle so sehen, aber ich sehe schon, dass es ein gutes Instrument ist, um unsere Arbeit uns auch zu erleichtern, weil wir wirklich auch darauf angewiesen sind, Input zu bekommen. Themen kann ich mir auch alles Mögliche vorstellen. Also da will ich jetzt auch gar nicht einen bestimmten Themenbereich herausgreifen, weil ich glaube auch, dass es nicht nur darauf ankommt, so aktuell hochpushende Themen zu behandeln, sondern wirklich manchmal eben auch Sachen, die vielleicht schon länger irgendwo gären und noch nicht so richtig aufgegriffen wurden von der Politik. Deshalb kann ich dem Vorschlag von Herrn Duncker auch einiges abgewinnen, dass auch ein Bürgerrat, der schon einen Themenblock bearbeitet hat, vielleicht sich kümmert und sagt, hey, bei unserer Arbeit oder bei unseren Gesprächen ist das und das Thema hochgeploppt, so in das passiert ja bei Netzwerkarbeiten, dass man das auch vielleicht mal beackern könnte. Also da kann ich mir ganz viel vorstellen und würde das nicht einschränken wollen. Vielen Dank, Frau Pahlmann. Herr Manske, wir haben jetzt genau 20 Uhr, das heißt, ich würde Ihnen tatsächlich jetzt das Schlusswort an dieser Stelle geben. Sie haben aber natürlich auch jetzt noch die Möglichkeit, auf die Fragen zu reagieren. Ja, vielen Dank. Dann würde ich noch in aller Kürze die Fragen beantworten, um das nicht unnötig in Länge zu ziehen. Also die Frage, die ja eigentlich exklusiv an Frau Pahlmann gestellt wurde, dem kann ich mich natürlich anschließen. Also ich bin jetzt kein Abgeordneter, bin ja in Anführungsstrichen nur Kandidat. Aber nichtsdestotrotz ist ja klar, dass man schon von sich aus ein bisschen zumindest in die Gruppen gehen muss, die es dann eben auch betrifft. Also seien es die Unternehmen, seien es die definierte Vereine etc. pp., wenn man hier schon vor Ort im Wahlkreis gewählt ist. Und muss aber auch Arne Duncker recht geben, dass Bürgerräte eben oder die erarbeiteten Vorschläge von den Bürgerräten eben auch ein Teil dieser Lösung sind. Ich meine, gerade wenn es um die Breite der Bevölkerung geht, die vielleicht auch nicht in irgendwelchen Vereinen organisiert ist oder wo ich halt nicht regelmäßig da bin,
die können dann halt über Bürgerräte etwas ausarbeiten, was dann schon ein sehr breites Bild der Bevölkerung abbildet und das den Politiker zur Verfügung stellen. Also ich denke, es ist ein Mischmasch aus beiden. Also der Politiker muss sich natürlich schon bemühen, selbst im Wahlkreis die entsprechenden Stimmen und Probleme abzuholen, da wo sie halt existieren. Aber es ist natürlich auch viel wert, wenn die Bürgerinnen von sich aus sagen, pass mal auf, hier ist jetzt ein Thema, das haben wir diskutiert, das müssen wir, das ist unsere Meinung dazu. Setzt das mal bitte um in dem gleichen Kontext dann auch zur Reaktionspflicht. Klar, da muss es eine Reaktionspflicht geben, weil es ist halt einfach eine Form der Wertschätzung. Wenn ich das einfach nur so abgebe nach dem Motto, Ablage P, Papierkorb und weg ist es, das ist natürlich furchtbar. Und das untergräbt natürlich auch das Vertrauen dann später in die Politik wieder, wenn sich Bürgerinnen die Arbeit machen und das Geld investiert wird. Und dann kommt da am Ende des Tages nichts bei rum, nicht mal ein freundliches Dankeschön, also im schlimmsten Fall nur. Ja. Von daher ja, muss es geben, inwieweit es diese Reaktionsfähigkeit gibt, sei dann auch eben dahingestellt, dass, da gebe ich Frau Parmann vollkommen recht, dass man das sicherlich noch ausdefinieren muss. Und Themen, welche Themen man setzen kann, ja klar, theoretisch könnte man jetzt wieder sagen, alles möglich, aber ich würde schon ein bisschen einschränken und sagen, es gibt einfach Themen, wo es ein sehr breites Feld an Einschätzungen in der Bevölkerung gibt, die halt aber auch extrem wichtig für unsere Zukunft sind. Wenn es zum Beispiel eben darum geht, wie wird beispielsweise, ich bin aus der Automobilindustrie, die Mobilität der Zukunft in unserer Gesellschaft geregelt? Oder was wollen wir wie in Zukunft produzieren? Ne? Stichwort Transformation der Wirtschaft. Oder wie sieht es aus mit Fragen der Umverteilung? Ist tatsächlich Reichtum in unserer Gesellschaft gerecht verteilt? Wie kann man das eventuell durch Steuerinstrumente korrekt adressieren? Das sind halt Themen, die sind so fundamental wichtig und da gibt es halt regelmäßig entsprechende verhärtete Positionen im Bundestag und ich denke, da wäre es schon gut, ein eindeutiges Bild aus der Bevölkerung zu bekommen zu diesen großen Themen. Und ja, in dem Sinne kann ich auch nur sagen, das wäre auch wieder hier hervorragend, wenn man Bürgerräte hätte, die genau hier eben den basisdemokratischen Input, den breiten Schnitt der Bevölkerung wiedergeben könnten, um damit auch die Politik zu unterstützen und für mehr Partizipation zu sorgen. Deswegen, ich denke, ein besseres Schlusswort für Bürgerräte kann man gar nicht finden. Vielen Dank, Herr Manske. Wo ich das gerade im Chat lese, Größe des Bundestags wäre ein Thema. Tatsächlich in vergangenen Veranstaltungen kam häufiger der Vorschlag, dass man doch vielleicht das Bundestagswahlrecht mal hernimmt und das in einen Bürgerrat gibt, mit der Begründung, weil hier eben vor allem der Bundestag selbst auch ein Stück weit befangen ist und die Fraktionen auch befangen sind. Vielleicht wäre das ja ein Vorschlag für ein erstes Thema für einen Bürgerrat in der nächsten Wahlperiode. Ja, wir sind am Ende angelangt. Wir haben, glaube ich, heute wieder ein bisschen was dazugelernt. Also ich habe wieder was dazugelernt. Ich habe tatsächlich auch noch neue Vorschläge gehört, wie man Bürgerräte tatsächlich ausgestalten kann. Und vor allem haben wir jetzt erfahren, wie die Kandidierenden aus diesem Wahlkreis dazu stehen. Ja, nun liegt es natürlich am neuen Bundestag, dann am neu gewählten Bundestag, Bürgerräte in der nächsten Wahlperiode stärker zu institutionalisieren. Ich glaube, an dieser Runde hier wird es nicht scheitern, so habe ich das jetzt zumindest verstanden und würde das auch so zusammenfassen, dass Sie grundsätzlich alle Bürgerräten doch recht viel abgewinnen können. Es ist natürlich dann die Frage, wie gestaltet man das Ganze aus. Ich bedanke mich für Ihre Beiträge aus dem Publikum und natürlich bedanke ich mich insbesondere bei unseren Podiumsgästen, die hier Rede und Antwort gestanden haben. Ja, ich wünsche uns allen einen fairen und spannenden Wahlkampf und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Die gleichen Wünsche zurück und recht herzlichen Dank und einen schönen Abend für Sie alle.